Ich stelle einen Holzschnitt von Werner Häuser vor, Frau am Meer von 1920. Werner Häuser, der Künstler, ist heute mehr oder minder unbekannt. Er wurde 1880 geboren und zählt damit zur ersten Generation der Expressionisten. Er war zeitweise hier in Düsseldorf Professor an der Kunstakademie. Dieses Amt verlor er unter den Nationalsozialisten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg engagierte er sich dann für den Wiederaufbau der Akademie und war zeitweise auch deren Direktor. Ziemlich früh hat er schon Alfred Flechtheim kennengelernt, den wichtigen Kunsthändler und Förderer der Moderne hier im Rheinland, später auch in Berlin. Und Alfred Flechtheim war es vermutlich auch, der Werner Häuser, der eigentlich eher zeichnete und malte, um 1920 herum auf die druckgrafischen Techniken nochmal aufmerksam machte und einige seiner Blätter herausgab. Dazu zählt auch dieses Blatt, Frau am Meer. Der Holzschnitt gilt als eine ganz typische expressionistische Technik. Es ist ein Hochdruckverfahren, das bedeutet, der Künstler schneidet aus dem Holzblock Teile heraus und diese erscheinen im Druck dann nicht farbig. Umgekehrt, was unbearbeitet gelassen wird, das wird dann mit Farbe eingewalzt und ist dann zum Beispiel schwarz. Und wenn man sich das vor Augen hält und diesen Frauenkörper anschaut, kann man sich vorstellen, dass Werner Häuser auf diesem Holzblock fast zeichnerisch gearbeitet hat. Das heißt, er hat Konturlinien ausgeschnitten und diese kleineren Linien, die den Körper strukturieren und definieren. Dieser Körper überrascht ein bisschen durch diese starken Kontraste. Auch wenn man sich den Kopf anschaut, der fast ein bisschen wie eine afrikanische Maske wirkt, könnte man sich vorstellen, dass tatsächlich eine Schwarze, eine Afrikanerin gemeint sein könnte. Das Motiv, die Badenden, das ist ganz verbreitet in der Moderne gewesen. Was bei diesem Bild vielleicht ein wenig merkwürdig erscheint, ist diese Pose, die sehr unnatürlich wirkt und vielleicht eher wie so eine tänzerische Haltung erscheint. Tatsächlich hat sich Werner Häuser auch mit der Bühnenkunst privat und auch in seinen Gemälden viel beschäftigt. Was man vielleicht festhalten kann, diese Figur präsentiert sich, auch wenn sie in sich versunken ist, präsentiert sie sich und man wirft keinen voyeuristischen Blick auf sie, sondern sie erscheint in diesem bildfüllenden Format fast wie ein Zeichen, wie etwas, das etwas ausdrücken möchte.